Wolfi allein wird präsentiert von Schuhlöffel. Allein sein. Etwas vom Schönsten, was es gibt auf der Welt. Doch in den Zeiten der rasenden technologischen Fortschritte schaffen es immer weniger Menschen, allein zu sein, ohne sich von einem Bildschirm hypnotisieren zu lassen. Derweil gibt es so viel Schönes, Berührendes und Aufregendes zu erleben. Ich bin der Wolfi. Und das ist Wolfi allein. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist das Betrachten und das Kritisieren von bildender Kunst. Schon früher ist mir aufgefallen, dass Menschen nicht nur Wände und Eingangstüren anmalen, sondern manchmal auch sich selber. Und so wie sich Kunstform Bodybuilding als Schönheitsideal von der antiken Plastiker bezüchtet sich selber anmalen auf ein zeitgenössisches Schönheitsideal. Und obwohl ich glaube, dass alle Menschen schön sind, wie sie sind, habe ich nach kurzem Überlegen mich gefragt, ob sich selber anmalen, wo etwas ist, was Spass macht, um ein gut allein machen zu können.
Mich selber anmalen hat wahnsinnig viel Spass gemacht. Und obwohl ich mich nicht schöner gefühlt habe als vorher, hat mich der Prozess fasziniert. Sich selber anmalen ist eine anspruchsvolle Form der Kunst, die mehr Beachtung verdient hat. Und es lohnt sich definitiv, selber einmal auszuprobieren. Das war Wolfi allein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.